Freunde, willkommen zurück. Wir sind jetzt so knapp 9 Kilometer vor Königswinter, vor dem Steigenberger Hotel und genießt ein bisschen die Landschaft, weil so Supercar-Fans, das sind tatsächlich, man mag es nicht glauben, aber wir sind nicht alle nur nett. Bisschen Zynismus muss auch sein. Nein, wir sind wirklich alle nett, die Supercar-Fahrer. Vor allen Dingen haben wir Liebe zur Natur. Die meisten, die ich kenne, die unterstützen auch wirklich sehr stark diesen Planeten, weil es ist ja so, das ist kein Widerspruch, dass man schnelle, teure Autos fährt, weil die Menschen... Was war das? Wissen wir nicht, was das war. Oh, Tunnel, wartet mal. Soundcheck. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Kameras sind. Ich bremse mal ein bisschen ab. Tunnel ist das Geilste. Ich weiß gar nicht, was wir hier hatten. 80 oder 70? Jetzt fahren wir gerade 70. Brutal. Also der Jaguar hat den geilsten Sound. Ja, wobei ich stehen geblieben. Die Supercar-Fahrer, die fahren ja nicht so oft so ein Auto. Das heißt, wenn du mal im Jahr vielleicht 300, 400 Euro Sprit verballerst, dann war's das. Und ja, Tunnel. Man kann mich wahrscheinlich jetzt nicht verstehen. Boah, brutal. Ja, und dann ballerst du vielleicht mal 400 Euro Sprit im Jahr weg. Das machen manche jeden Tag mit ihrem normalen Auto zur Arbeit, jede Woche, ja, oder jeden Monat geben die das aus. Unfassbar. Ja, ich sehe schon hier, wir sind bestimmt auf einem richtig guten Gelände im Mix, wo wir diesen F8 Tributo Spider auskosten können. Aber ich wette, der würde in keinster Weise den Sound haben wie dieses Auto hier. Dieser Jaguar XKRS Convertible, 550 PS, V8, 5 Liter Kompressor. Der ist... Ja, man wird von hinten wieder begafft. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wahnsinn, oder? Also der Sound ist brutal. Das ist einfach unfassbar. Und was ich sagen wollte ist, warte mal, noch einmal kurz. Unfassbar. Und das ist so, dieses Auto, das ist ja natural, wie ich immer sage, der hat keine Veränderungen. Der ist so, wie Jaguar den ausgeliefert hat. Und alle Autos sind tatsächlich nicht verändert. Alles im Originalzustand. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wo wir raus müssen. Hier steht 700 Meter, müssen wir raus. Die Oksana muss jetzt ein bisschen gucken. 500 Meter rechts fahren. Ja, die kann ruhig ein bisschen quatschen, das ist nicht schlimm. Sonst verpassen wir noch das Steigenberger Hotel. Ja, ihr Lieben, und hier, ihr habt die Kamera von vorne. Man sieht da oben auch schon diesen Berg. Vielleicht müssen wir dahin, weiß ich jetzt gar nicht. Ich muss jetzt einfach mal gucken. Das ist... Ja, steht das Berg. Ah, da steht es schon. Wofür habe ich die Oksana denn mitgenommen? Nein, Scherz, also das Leben, ihr Lieben, das ist schon hart genug, das kann ich euch sagen. Und man muss gucken, auch ein bisschen seine Freude, seine Lebensfreude auch zu behalten. Jetzt sagt er uns hier irgendwie rechts, ja, da steht es auch, Königswinter. Und es ist ja so, behaltet euch eure Lebensfreude und lasst euch die nicht vermiesen. Und wisst ihr, wir haben genug in unserem Leben mit sogenannten Hatern zu tun, die einfach nicht klar in ihrem Kopf kommen. Wie ich immer sage, die haben das falsche Mindset, weil jeder kann es im Leben schaffen. Man hat ja schon eine Menge Möglichkeiten, aber was bei vielen das Problem ist, es ist der verdammte Kopf und die Sichtweise. So, da bin ich wieder zurück. Sorry für die Unterbrechung, aber das Navi hier in diesem Jaguar, das ist noch nicht so up to date. Jetzt habe ich die Oksana gebeten, sie soll einfach mal Google anmachen. Mr. Google hilft immer. Maps weiß genau, wo es geht. Jetzt müssen wir noch ein bisschen geradeaus fahren. Geradeaus, ja. Von Kilometer anderthalb. Und ich erzähle euch mal noch ein bisschen mehr dazu. Also, es ist alles in eurem Mindset. Da war ich ja stehen geblieben. Man kann alles schaffen im Leben.
Ich muss mal ein bisschen die Kamera zu mir drehen vielleicht. So, dann bin ich auch besser drauf. Und man kann alles wirklich schaffen. Und die Menschen, die wir jetzt gleich wieder sehen werden wahrscheinlich, die haben wir schon mal auf dem Mont Blanc kennengelernt. Da hatte Ferrari in Italien eingeladen. Das machen die tatsächlich. Ich hoffe, das kommt auch wieder, diese Zeiten. Und das waren wirklich ganz liebe, nicht arrogante, wirklich ganz normale Menschen wie du und ich auch. Und das muss man einfach verstehen, weil diese Menschen, die so viel Erfolg in ihrem Leben haben, das kommt ja nicht einfach von irgendwie oder irgendwo, sondern das ist erstmal Mindset. Damit beginnt alles, Mindset. Ein bisschen Bildung brauchst du wohl auch und eine ganze Portion Glück natürlich auch. Und ihr wisst ja, ich habe schon mal ein Video gedreht in meinem anderen Kanal über den Titel Such dir deinen Mentor. Und jeder sollte sich einen Mentor suchen, weil nur so kann man richtig schnell erfolgreich werden, wenn ihr natürlich danach strebt. Wenn ihr natürlich nicht danach strebt, ja, dann genießt doch die Natur. Und jetzt zum Beispiel ist es so, man hat ja hier ganz viel Grün, ganz viel Wald und man wird durch dieses schöne Stück Erde gleich fahren, Cabriolet, wie wir es jetzt auch tun, und dann einfach beides genießen können. Wir müssen nach links zum Petersberg, kriege ich gerade angezeigt, mache ich auch jetzt. Und auch das Navi von Jaguar sagt mir in 100 Metern links und dann müssen wir direkt hoch, ne? Ja. Wahrscheinlich geht es da den Berg hoch. Ja, genau. Ich bin mal gespannt. Wow. Jo, die wollen alle da irgendwie hoch. Das ist ja spannend jetzt hier. Aber wir sind schon da. Ja, wir sind schon da, ne? So ist das, ihr Lieben. Ferrari zahlt mal wieder alles so wie immer. Man darf auch hier durch. Die anderen müssten bezahlen. Jo, ist auch so. Ja, hat die Oksana Glück gehabt, weil sie ist kein Freund des Bargeldes. Sie hat nie welches. Ah. So ist das. Bloßgestellt. Ja, genau. Dafür hat sie ein paar Karten, aber das hilft ja nicht. Du musst immer wieder Bargeld in der Tasche haben, sage ich immer, weil manche Menschen, boah, ist das eine geile Strecke hier. Jetzt kann ich mal die Fenster runter, pass auf dein Handy auf, damit es dir nicht vonstatten geht hier. Ein bisschen aufnehmen. So, ein bisschen mal diese Strecke hier fotografieren. Ich kann auch jetzt mal die Brille abnehmen, dann könnt ihr mich auch mal richtig sehen. Heftig. Heftige Location. Ja, die Vorfreude ist groß. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal an so einem Event eingeladen worden seid, von egal welchem Autohersteller. Also ich war auch schon bei AMG. War bei den verschiedensten Audi, bei den verschiedensten Einladungen. Porsche, glaube ich, war noch nicht dabei und Hypercar Sharing hat auch noch keinen Porsche im Bestand, aber da sind die Überlegungen tatsächlich mal da, vielleicht auch so ein Fahrzeug, ein GT3 RS, wenn er irgendwann verfügbar sein wird, die Modellreihe 992, weil dieses Auto von Porsche gefällt mir persönlich auch sehr gut, weil das hat einen richtig geilen Arsch, auf Deutsch gesagt. Mega, mega schön. Boah, jetzt kriege ich hier so ein bisschen Druck auf den Ohren. Es geht ein bisschen aufwärts. Spannend. Jo, da kommen schon ein paar Autos wieder runter. Ja, ich denke mal, hier wird eine gewisse Klientel auch sein. Definitiv. Und bin mal gespannt, wenn du zum Ferrari-Event mit einem Jaguar kommst. Aber einem ganz besonderen Jaguar. Weil diesen gibt es ja nicht mehr so oft. Er wird ja auch nicht mehr gebaut. Halte ich fest. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, was das hier dröhnt und schallt. Mal schauen, wie es nachher im Video rüberkommt. Weil ihr wisst ja, nehmt euer Leben nicht so ernst. Es ist viel zu kurz. Und lasst euch ja nicht von anderen Leuten immer alles mies reden. Macht euer Ding. Unternehmer, ich schwöre es euch, die machen immer ihr Ding.
Und was auch ein Unternehmer von anderen Menschen unterscheidet, ist eine, also erfolgreiche Unternehmer, dass die sofort entscheiden können. Also erfolgreiche Unternehmer, die haben ein Merkmal auch, das ist, wenn die entscheiden müssen, dann entscheiden die sofort. Die müssen nicht lange überlegen, die müssen auch nicht nach Hause zu Mama oder zur Frau oder wen auch immer Rücksprache halten. Vielleicht macht man das einfach nur als Höflichkeit, aber ein richtiger Unternehmer hat sich entschieden. Und das kann er sehr, sehr schnell machen. Das ist auch so ein Mindset, was man, uiuiuiui, richtig scharf hier. Fast haben wir die Go hier verpasst. Heftig, ich glaube, ein paar Fälle richtig. Die werden hier wahrscheinlich, geht das hier hoch. Boah, ist das hier hoch. Richtig geil. Hier sind wahrscheinlich so viel. Boah, guck dir mal diesen Ausblick an. Kannst nicht sehen, ne? Unfassbar. Unfassbar, du kannst hier die ganze Stadt wahrscheinlich sehen. Ja, mal schauen, wie die. Okay, Friends, wir schalten jetzt wieder ab, schauen mal, wo die alle sind und dann geht's ab Richtung Ferrari und es werden noch viel, viel mehr Bilder heute gedreht und mal schauen, was wir dann alles zusammenschneiden werden. Bis später. Ciao, euer Stilianus.